So, da sind wir auch schon wieder zurück. Heute ist irgendwie so der große Informationstag. Ihr seht schon, ich habe eben schon mit euch zusammen quasi im Video den Harley Quinn Skin mir freigeschaltet. Aber ich habe jetzt auch beim guten Xings 6 wieder herausgekommen, wie die anderen Rewards sind. Denn wir wissen ja, wenn wir alle 6 Comics haben, bekommen wir ja den Batman Skin. Ich sage euch jetzt schon, ich will den auf jeden Fall haben. Weil ich selber habe noch keinen Batman-Skin. Der ein oder andere wird wahrscheinlich einen haben, weil damals gab es den, glaube ich, sogar umsonst. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wir gehen jetzt mal ganz kurz, beziehungsweise ganz schnell, auf die ganzen Rewards in Anführungszeichen an. Also die Belohnungen, die immer jeweils in dem Comic drin sind. Wir sehen hier als allererstes Harley Quinn. Das ist halt das Comic, was jetzt gerade rauskam. Dann als zweites werden wir einen Gleiter bekommen, den Batman-Gleiter. Als drittes soll es wohl die Pickaxe geben in Form von der Harpune, die Batman hat. Dann hier das vierte wird wohl sein. Ja, ist das ein Gleiter? Ich denke mal, es wird ein Gleiter sein. Im fünften Comic soll dann das Rückenaccessoire sein für Harley Quinn, wo wahrscheinlich hinten die Kills auch angezeigt werden. Oder sogar, wie lange die Runde noch geht. Aber gut, das kann man ja eh nicht absehen. Also muss da unten eigentlich der Timer, muss rein theoretisch eine Bombe, also die Kill-Anzeige sein. Oder immer eine Bombe. Dass alle 30 Sekunden oder so platzt hier der Joker quasi hinten raus. Und als guter Letzt haben wir dann nochmal die. Ne? Zwei Pickaxe? Kann ich mir eigentlich schon fast nicht vorstellen. Aber wir werden es einfach dann sehen. Und denkt dran, wenn ihr alle 6 Comics eingelöst habt, bekommt ihr ja nochmal den Batman-Skin gratis dazu. Also der ist dann wirklich gratis. Im Endeffekt doch nicht gratis, weil man hat halt jeweils 6 mal 5 Euro ausgegeben. Aber so sind halt die Informationen, die ich jetzt soweit habe. Vielleicht hat es dem einen oder anderen gefallen oder die Informationen noch nicht gewusst. Und dann natürlich gerne im Video ein Like da lassen. Vergesst es bitte nicht, weil das supportet mich halt so ein bisschen mit am meisten. Wer natürlich noch mehr Support raus will, hauen will, gerne Creator Code benutzen, YT-FamilyHack. Ich werde dann gleich endlich mal live gehen in die Custom Games. Ich will das schon gefühlt seit 2 Stunden machen, aber immer wieder finde ich irgendwas Neues. Also in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.